Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo sagt man nicht. Also, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Avatarinnen und Avatare. Ich habe eben einen ganz schlechten Clip gesehen von der Apothekenrundschau, die ich sonst durchaus schätze. Da ging es um das Händewaschen und da war mal wieder zu erkennen, dass viele Menschen nicht wissen, wie das geht und die, die es halbwegs wissen, können es dann aber auch wenigstens nicht nachvollziehbar darstellen und verfilmen. Es ist ja jetzt auch so, es ist ja so, ist Händewaschen überhaupt noch zeitgemäß? Ist es nicht irgendwie uncool, nicht cool, wenn gestandene, erwachsene Männer vor und nach dem Toilettengang, egal welcher Art, ne, ihre Hände waschen? Ist das nicht unmännlich? Und überhaupt, wir haben doch so viele moderne Medikamente, mit denen man die interessantesten Krankheiten hinterher auch wieder heilen kann. Also ist das vielleicht alles ganz sinnlos. Aber ich will euch nicht langweilen. Es ist so, es gibt Untersuchungen in einer durchschnittlichen Großstadt, kommt die durchschnittliche Hand erwachsener Menschen mit 9 Penissen in Kontakt. Meistens natürlich nicht direkt, sondern eben indirekt. In Fahrstühlen, an Treppengeländern, an Toilettentüren, an Stuhlgriffen. Überall in der Großstadt laufen ja insbesondere Herren der Schöpfung umher, die das Händewaschen nicht schätzen. Oder aber es sieht dann so aus, ne? Als so, ja, vielen Dank, auf Wiedersehen, ne? Und das vielleicht auch nur vorher, ne? Es gibt eine Möglichkeit, sich die Hände zu waschen, dass sie auch so gut wie sauber sind, ne? Ich versuche euch das hier jetzt mal nachvollziehbar zu zeigen. Und es dauert nicht wesentlich länger und man kann es als erwachsener Mensch erlernen. Man soll da nicht zu früh aufgehen, es sind nur ein paar Handgriffe und wenn man es ein paar Mal gemacht hat, wird es Routine und es dauert auch nicht lange. Schritt 1. Wir brauchen einen Wasserhahn. Das Wasser muss nicht brühend heiß sein, muss auch nicht kalt sein. Ein bisschen warm hilft durchaus. Dann brauchen wir ein geeignetes Reinigungsmittel. Ich persönlich mag hier sowas, ne, mit Vanille und Patchouli und von Cher natürlich. Wer es ein bisschen cool und professionell haben will, gibt es ja auch medizinische Sachen. Also alles ganz wunderbare Dinge. Für jeden Geschmack ist was dabei. Das müssen wir uns bereitstellen, ne? Eben mit dem Wasserhahn, der auch funktionieren sollte. Dann kann man das einschalten, einen kleinen Moment warten, dass es auch ein bisschen warm ist. Das wäre es jetzt. Ich mache das zwischendurch aus, damit ihr mich auch akustisch versteht. Jetzt feuchten wir uns mal die Hände an. So. Also erstmal anfeuchten, dann greifen wir zum Reinigungsmittel unserer Wahl. Man kann das dann auf meine Handflächen zunächst innen verteilen. Wenn dann noch was übrig ist oder wir nehmen nach, kann man das auch schon mal ein bisschen außen verteilen. Und dann unter dem Wasserstrahl kann man ein wenig abkühlen. So viel haben vielleicht einige oder viele von euch bereits gelernt.
erfahren, selbst praktiziert. Herzlichen Glückwunsch, nur die Hände sind dann nicht sauber. Es gehört noch einiges mehr dazu. Als erstes zeige ich euch mal das mit den Fingernägeln. Dann machen wir in die Handflächen wieder etwas Reinigungsmittel. Und dann fassen wir jeweils so die Finger zusammen, dass die Fingernägel zusammen sind. Und drehen das dann in der mit Feuchtigkeit und Reinigungsmittel versehenen Handinnenfläche der anderen Hand. Das wiederholen wir später andersrum. Das habt ihr euch vielleicht sogar schon gedacht, ne? So, ich mache das jetzt mal vor. So. Kann man ruhig ein bisschen hin und her machen. Das kann man dann auch wieder abspülen. Vielleicht sogar gut, wenn man es dann immer so sauber wie vorher, ne? Jetzt sind wir insofern noch nicht fertig, weil wir haben die Innen zwischen den Fingern, und an den Innenseiten der Fingern haben wir fast noch nichts gemacht. Das machen wir jetzt. Ich versuche mal die Bewegung ein bisschen vorzumachen. Kann man auch so machen. Oder sogar meines, ne? Ich zeige euch das jetzt mal. So. Und dann hier, ne? Einmal die eine Hand und wen überrascht das noch? Und dann auch die andere Hand. Ne? Und ruhig von innen und aus, wie man möchte, aber man macht das einfach mal bewusst. Manche hören jetzt schon auf, ne, ist gut und schön, ne, weil die Menschen unterteilen ja gern, ne, und Hand ist Hand und dann ist Feierabend, ne, hier zack, zack, ne, also nicht ab, aber hier ist Hand und fertig. Die nächste Stufe ist schon so halb esoterisch für die Eingeweihten nur. Es gibt noch einen Daumenballen, den haben wir erst schon, aber die Außen- und Unterseite vom Daumenballen, die haben wir nämlich eher noch nicht. Das machen wir auch bei meinen Daumen. Also sprich so, ne? In die Hand nehmen, ne? Und, ja, so. Ihr wisst schon, ne? Meinen Daumen. Wenn man zwei hat, aber das haben ja die meisten. Ich könnte jetzt weitermachen, aber ich nehme euch ja zwischendurch immer, so, Moment. Ich will das ja vernünftig machen. So, fast fertig. Wie gesagt, der menschliche Geist neigt zu engen Regalen und Schubladen. Wenn man schon dabei ist, kann man noch den letzten Schritt machen. Das sind die höheren Weihen, die höheren Grade. Schließt euch an, macht nichts. Es gibt auch noch ein Handgelenk, ne? Und das liegt auch meistens ziemlich frei, ne? Ist also auch durchaus nicht sauber, ne? Ich zeige euch das jetzt. Meistens sind zwei Handgelenke bei einigen Menschen und eventuell Außerirdischen könnte die Zahl abweichen. Also ihr seht das jetzt, gerade mal einmal schnell hin und her drehen. Und nicht einmal, aber einige wenige Male. Es geht alles in Sekunden. So. So, weiter brauchen wir es nicht machen, also die Unterarme und die und so weiter. Das liegt tagsüber ja in der Regel von Kleidung verborgen und da ist man ja auch nicht so ne, ihr wisst schon. So, das wär's. Und jetzt könnte man die Hände ein bisschen ausschütteln oder weggehen. Nein, es würde sich empfehlen, die noch abzutrocknen. Ne? Weil auch das, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ich habe hier eher ein konservatives Medium, also das ist Handtuch, hell, sonnengelb, Frotte, aber das ist ganz egal. Gut, wichtig wäre nur, das ruhig auch mal bewusst zu machen und nicht halbwegs in Gedanken
beim nächsten, naja, ist unterschiedlich, ne? Beim nächsten irgendwas, ne? So, bewusst. Und um jetzt nochmal, sagen wir noch da wahrscheinlich nicht die durchschnittliche Verweildauer bei YouTube ist ungefähr 1,5 bis 2 Minuten. Das ist schon viel. Das ist schade, weil dann bekommt ihr den Schluss jetzt hier nicht mit. Ich wollte nochmal darauf hinweisen, also unter anderem, es gibt natürlich auch andere Dinge noch, aber das mit den neuen Penissen, also wer das als Fetisch hat, ne, als Fetisch, der möge es genießen, ne, aber es ist bei vielen auch nicht so, ne. Und, dass man damit in Ruhe kommt, indem man Flächen berührt oder Griffe oder was weiß ich, das ist die eine Sache. Nur dann hat man es an den eigenen Fingern und wenn man sich dann mal die Augen reibt für Freude über den Kapitalismus oder wenn man mal etwas erkältet ist und dann natürlich von der Öffentlichkeit abgewandt, mal ein klein wenig hier den Fragen nachgeht und ein bisschen nachbohrt, oder wenn man auch mal nachdenkt, sich mit einem Finger an den Fingern so ein bisschen an den Nägeln kaut, ne? Im Ohr juckt es einen auch manchmal. Also all diese wunderbaren Bakterien werden ganz unterschiedlichsten Ort, nicht nur von den neuen Penissen, hat man dann überall schön verteilt, in der Nasenhöhle, im Augensekret, das war nur mal Pantoffel. Also überall am eigenen Körper, ne? Und wie gesagt, wer das mag, okay, alle anderen fände ich toll. Das sah jetzt aus, als wenn es lange dauert und schwierig wäre, ist es aber nicht, versprochen. So, liebe Avatarinnen und Avatare, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Länger als das Apotheken-Umschau-Video, aber dafür viel, viel besser. Tschüss. Live long and prosper.